Die Betreiber der Hoyerswerda Tafel, der Verein Vereinbarkeit für Beruf und Familien fördern, VBFF in der Huttenstraße, der sonst wirtschaftlich und sozial benachteiligten Menschen mit Hilfsangeboten zur Verfügung steht, kommt jetzt aufgrund mehrerer Einbrüche und Sachschäden selbst an seine finanziellen Grenzen. An einem vergangenen Jahr wurde im Haus der Begegnung 5-mal eingebrochen. Es wurden Obst und Gemüse aus dem Tafelgarten, Geld, Lebensmittel und Technik gestohlen, Fenster und Türen beschädigt sowie das Haus im Inneren verwüstet. Erst Anfang Oktober wurde das Gebäude wieder Opfer von Einbrechern. Der Verein muss mittlerweile wegen der vielen Einbrüche und verursachten Schäden versicherungstechnisch einen höheren Anteil an Selbstbeteiligungskosten tragen. Zudem habe der VBFF Schadensreparaturen schon aus eigener Tasche finanzieren müssen. Das sei jedoch Geld, das die Tafel erst einmal wieder erwirtschaften müsse. Die Konsequenz daraus sei, die Preise im Haus der Begegnungen erhöhen zu müssen, um wieder ins finanzielle Gleichgewicht kommen zu können. Wie sich die Preisveränderung konkret entwickeln wird, stehe derzeit noch nicht genau fest, so VBFF-Geschäftsführerin Ilka Kerber.